So, wir fangen an. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Schön, dass ihr alle da seid. Hier in der Seabase zum 45. netzpolitischen Abend. Es ist sehr voll, das freut mich. Leider sind nicht genug Sitzplätze für alle da. Ich hoffe, ihr haltet es aus. Hallo auch an alle, die uns im Stream zuschauen. Herzlich willkommen. Der Hashtag für heute Abend ist NPA045 und wir haben einen unfassbar gutes und volles Programm. Das fordert natürlich einiges an Disziplin von uns, aber das werden wir schon schaffen, auch von den Rednerinnen und Rednern. Ich hoffe einfach mal, dass wir es in den angesetzten anderthalb Stunden schaffen. Also, wir haben Peter Schaar, der da ist. Melissa Romain, ist die da? Melissa, are you here? Ah, great. Awesome. Wir haben Munshi aus aus Bangladesch da, Nana Karlstetter und Marie Gutbub. Ben Wagner und Thomas Dullien und Arne Semsrott ist da von der OKFN ein äußerst volles Programm. Ich muss allerdings, bevor wir loslegen, auch noch eine Kleinigkeit loswerden. Nur ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Die digitale Gesellschaft ist jetzt auch im Radio. Vielleicht haben es die einen oder anderen schon mitbekommen. Einmal die Woche sind wir bei Flux FM mit einer kleinen Rubrik namens In digitaler Gesellschaft, wo wir uns mit den Moderatoren über das netzpolitische Thema der Woche unterhalten. In dieser Woche oder in der letzten Woche war es die WLAN-Störerhaftung. Morgen geht es dann um Safe Harbor und die neuen Entwicklungen dazu. Dazu gibt es aber heute Abend auch schon einiges. Wir haben das Ganze immer auch auf SoundCloud und auf YouTube. Wir machen ein kleines Video dazu. Das heißt, das kann man sich auch als Podcast im Nachhinein nochmal anhören. Hört doch einfach mal rein. Und noch ein zweiter Hinweis in eigener Sache. Vielleicht haben auch das schon die ein oder andere mitbekommen. Es steht kurz bevor, dass in der Europäischen Union eine neue Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird. Und zwar die von Fluggastdaten, Passenger Name Record, kurz PNR. Das Thema ist seit 2011 virulent. Wir engagieren uns seit 2011 dagegen als digitale Gesellschaft. Jetzt nach den Anschlägen in Paris machen die Innenminister vor allen Dingen allerdings Druck. Und ja, eigentlich hätte heute die finale Abstimmung im Europäischen Parlament dazu sein sollen. Die ist allerdings nochmal verschoben worden, weil offensichtlich auch bei einigen Parlamentariern Zweifel aufgekommen sind, ob das so eine gute Sache ist. Genau der richtige Augenblick, um für die digitale Zivilgesellschaft nochmal reinzugrätschen und aktiv zu werden. Deshalb haben wir von der digitalen Gesellschaft eine kleine Videokampagne gestartet. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Wir wollen die europäischen Parlamentarier, die Abgeordneten des Europaparlaments auffordern, mit Nein zu stimmen bei der Abstimmung über die PNR-Richtlinie. Und wir wollen das nicht alleine machen, sondern wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Leute das mitmachen. Unter dem Hashtag NoPNR sammeln wir bei YouTube und Twitter kurze Videos von Menschen, die sich direkt an die Abgeordneten des Europäischen Parlaments wenden und ihnen sagen, was sie von der Einführung einer Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten halten, im Idealfall nämlich nichts. Und wir laden euch ein, dazu mitzumachen. Das müssen keine langen Videos sein und keine mega elaborierten Texte. Es reicht einfach zu sagen, liebe Abgeordnete, mir ist meine Privatsphäre wichtig, deshalb möchte ich nicht, dass ihr beschließt, dass es eine Vorratsdatenspeicherung von Fluggastdaten in Europa gibt. Wenn ihr kein Video-Equipment habt oder sonst was, wenn ihr das nicht mit dem Handy machen wollt, herzliche Einladung, schaut doch mal bei uns im Büro vorbei, Sophienstraße 5, da können wir die Videos auch mit unserer Kamera aufnehmen. Also, herzliche Einladung zum Mitmachen, bitte. Genau, ach so, ja. Langer Atem für digitale Grundrechte. Seit 2011 sind wir an dem Thema dran. Das ist nur möglich, das auch weiterzumachen, wenn wir, ich sage es nicht gerne und nicht, auch gerne, nicht gerne immer wieder, aber es ist leider so, wenn wir von euch mit Spenden unterstützt werden. Sonst funktioniert die digitale Gesellschaft nicht. Das aber jetzt dazu. Wir fangen an mit dem ersten Talk. Ich freue mich sehr, dass Peter Schaar da ist, der ehemalige Bundesdatenschutzbeauftragte und Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datensicherheit. Datenschutz, 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 Datenschutz. Herzlich willkommen, Peter Schaar. Er wird zum Thema ja, seine Sicht auf die Reform des Datenschutzes in Europa vortragen. Herzlich willkommen. Ja. Ja, herzlich willkommen auch meinerseits. Kannst du mal starten? Ja, also, 20 Minuten ist nicht viel, deshalb gehe ich einfach sofort in die Thematik rein. Ihr wisst, Sie wissen,
es gibt eine politische Einigung über eine europäische Datenschutzreform. Lange Zeit sah es so aus, als würde es nicht dazu kommen. Letztlich hat sich aber doch eine politische Mehrheit in den verschiedenen Gremien der Europäischen Union gefunden, um diese Datenschutzreform dann ins Werk zu setzen. Dass es dazu gekommen ist, hängt, denke ich, an zwei Personen. Einmal an Edward Snowden, weil nämlich seine Enthüllung in Europa doch viele betroffen gemacht hat, haben auch im europäischen Kontext, auch im Europäischen Parlament. Und die zweite Person ist Jan-Philipp Albrecht, der sich wirklich hier verdient gemacht hat. Und man könnte schon fast sagen, er hat sich in jungen Jahren da schon so eine Art Denkmal gesetzt. Aber ich hoffe, er wird auch noch viele andere gute Sachen auf den Weg bringen. Diese Datenschutzreform soll den europäischen Bürgerinnen und Bürgern mehr Rechte geben. Sie soll ihnen gleiche Rechte geben, auch gleiche Bedingungen für die Datenverarbeitung. Letzteres ist dann auch für die Unternehmen nicht ganz unwichtig. Insofern gab es zwar aus dem Bereich der Unternehmen durchaus sehr viele kritische Stimmen, aber es hielt sich letztlich doch in Grenzen. Die wirklich harten Gegner waren jenseits des Atlantiks und teilweise auch im Berliner Innenministerium. Aber sie haben jedenfalls nicht es geschafft, hier dieses Projekt aufzuhalten oder zu verhindern. Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen darauf, sehr positiv. Man sieht hier die europäischen Grundrechte gestärkt und auch eine konkrete Regelung, die dann den Menschen ein Stück auch in einer veränderten technologischen Umwelt die Wahrnehmung ihrer Grundrechte ermöglicht. Auf der anderen Seite gibt es doch etliche, die sagen, auch technologisch sei das Ganze eine ganz ordentliche, ein ordentlicher Schritt nach vorn. Anne Kevookian, das ist sozusagen die Mutter des Privacy by Design, war ganz begeistert, dass dieses Konzept, das sie zum großen Teil mitentwickelt hat, auch in diese europäische Datenschutzreform, in diesen Reformtext mit eingegangen ist. Das erste Mal in dieser Klarheit, was man aus anderen Rechtsordnungen bisher noch nicht so kannte. Aber es gibt natürlich auch andere, die sagen, das ist ganz schrecklich, das ist Verbotsrecht, das schränkt die Freiheit der Unternehmen ein und digitale Neandertaler hätten da sich ausgetobt und würden die Informationstechnik totmachen. Ich halte das für, sage ich mal, eine gelinde gesagt massive Übertreibung. Richtig ist, dass hier gesagt wurde, und das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige Botschaft, die Politik nimmt nicht einfach Technologie als gegeben hin und lässt alle so machen, wie sie gerne wollen, sondern Politik hat auch einen Gestaltungsanspruch und ich teile diesen Gestaltungsanspruch. Grundwerte, Grundrechte, die wirklich teilweise blutig und unter großen Opfern erkämpft worden sind, werden doch deshalb nicht unnötig, weil es leichter ist, ohne sie größere Gewinne zu machen. Also da muss ich einfach sagen, der Gestaltungsanspruch, der Primat der Politik kann man auch sagen, hat hier einmal gesiegt. Leider ist das ja nicht in vielen anderen Dingen der Fall und manchmal ist das, was Politik macht, auch wirklich nicht zu Ende gedacht. In diesem Fall finde ich es im Großen und Ganzen eine gelungene Geschichte. Nur ganz kurz zum Rahmen. Es handelt sich um eigentlich zwei Rechtsakte. Einmal um die Datenschutzgrundverordnung und dann nochmal um eine Datenschutzrichtlinie für Polizei und Justiz. Diese Datenschutzgrundverordnung unterscheidet sich von der Vorgängerregelung dieser europäischen Datenschutzrichtlinie von 1995 insbesondere in einem Punkt. Sie ist unmittelbar anwendbares Recht in allen Mitgliedstaaten. Bei der Datenschutzrichtlinie, die sich inhaltlich gar nicht so extrem weit unterscheidet von dem, was jetzt da beschlossen worden ist, war es notwendig, dass die Mitgliedstaaten, also alle 28 jeweils eigene Gesetze machen und jedes Gesetz sah anders aus, mit der Folge, dass diejenigen, die diese Datenschutzvorgaben vermeiden wollten, in die Länder auswichen, wo sie meinten, am wenigsten gestört zu werden. Damit ist hoffentlich jetzt Schluss, aber natürlich,
Es bleibt dabei, dass auch die Datenschutzbehörden natürlich das auch anwenden müssen. Und dazu müssen sie die Ressourcen haben, aber sie müssen auch vor allen Dingen den Willen haben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass nicht alle Datenschutzbehörden gleichermaßen diese Entschlossenheit auch wirklich aufbringen. Ärgerlich auch, dass für die Geheimdienste speziell diese europäischen Regelungen durchgängig nicht gelten. Das hängt mit den europäischen Verträgen zusammen ein Stück, die für die nationale Sicherheit keine Geltung haben, aber gleichwohl. Ich denke, auch für diesen Bereich muss es sich auswirken, denn letztlich greifen diese Dienste ja auf Daten zu, die zum Beispiel bei Telekommunikationsunternehmen gesammelt werden. Und das wiederum unterliegt ja dem europäischen Recht. Also insofern kann man schon gestalten, wenn man das will. Zur Datenschutzrichtlinie für Polizei und Justiz will ich nicht viel sagen. Es ist eine Richtlinie, muss umgesetzt werden. Ich finde es eigentlich im Grundsatz nicht schlecht, dass es sie gibt. Ob sie wirklich viel ändern wird, muss sich zeigen. Ja, ein paar inhaltliche Punkte. Es soll eine Stärkung der Einwilligung geben im Datenschutzrecht. Das heißt, speziell das Machtgefälle soll auch herangezogen werden, wenn es um die Frage geht, ist denn eine Einwilligung wirklich freiwillig? Und wir alle wissen, dass ein solches Machtgefälle immer dann existiert, wenn man letztlich keine Alternative hat im Hinblick auf bestimmte Dienste. Denken Sie an Facebook, wo im Grunde in bestimmten Altersgruppen und sozialen Gruppen man da eigentlich eingeschlossen ist. Und alles basiert auf der Einwilligung. Eine solche Einwilligung ist nach der neuen Datenschutzgrundverordnung hochgradig problematisch. Zu den Kindern und Jugendlichen werde ich jetzt nicht viel sagen, das ist hochkontrovers gewesen. Sie brauchen jetzt die Einwilligung ihrer Eltern und das muss glaubhaft gemacht werden. Na, schauen wir mal, wie das funktioniert. Beim Recht auf Vergessenwerden, das ist ja riesig diskutiert worden, muss ich mal sagen, da ist nicht so wahnsinnig viel hinter. Es geht eigentlich um einen Löschungsanspruch, wie wir ihn bisher auch schon haben, wenn Daten falsch sind, wenn sie irrelevant sind. Und schließlich kennen wir ja so ein Recht auf Vergessenwerden auch aus der noch nicht digitalen Welt, wo es dann um die Frage geht, Resozialisation. Ne? Also jemand wird verurteilt, hat seine Straftat auch gebüßt durch eine möglicherweise langjährige Haftstrafe und wird entlassen. Und da gibt es Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, die sagen, das kann ja nicht sein, dass der Name dieses Straftäters, der vor 20 Jahren eine Straftat begangen hat, dann nach der Entlassung wieder in alle Welt posaunt wird. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie ist das zu realisieren? Da sind die Zweifel, denke ich, durchaus berechtigt. Es soll, und das denke ich als letzten Punkt, erhebliche Strafen geben. Und das finde ich, das muss man dann sich immer erstmal klar machen, bis zu 4% des Weltjahresumsatzes sollen fällig werden bei Verstößen eines Unternehmens gegen Datenschutzbestimmungen. Gut, also das Start-up mit, sage ich mal, 10.000 Euro Jahresumsatz wird dann sozusagen gleich behandelt wie ein Unternehmen, das 40 Milliarden Jahresumsatz hat. Fände ich eigentlich mal ganz gut, dass dann eben solche Bußgelder gegebenenfalls nicht mehr aus der Portokasse zu bezahlen sind. Natürlich wird es diese Bußgelder nur in extremen Ausnahmefällen, wenn überhaupt, geben, in dieser maximalen Höhe. Aber allein die Möglichkeit, die erhöht das Risiko für diejenigen, die bisher sich leicht getan haben, weil sie ansonsten allenfalls ein Bußgeld in der Höhe von 50.000 oder 300.000, das ist die deutsche Rechtslage bisher, zu befürchten haben. Ich gehe durch diese Sachen einfach noch einmal hier sehr schnell durch, weil ich der Auffassung bin, dass wir uns mit diesem Thema noch einmal beschäftigen sollen. Es handelt sich nämlich um etwas, was sehr aktuell ist. Sie sehen ja hier diesen Film, ist auch schon eine Erfolgsstory gewesen, bis zum letzten Herbst, als nämlich der Europäische Gerichtshof diesen Film indiziert hat. Er hat nämlich gesagt, das mit dem Safe Harbor, das war nicht in Übereinstimmung mit
mit der Europäischen Grundrechtecharta. Speziell hatten die Filmemacher seinerzeit vergessen, dass man eben doch auch manchmal einen weiteren Winkel einstellen muss und dabei eben auch die Sicherheitsbehörden ins Visier zu nehmen hat. Das hat man einfach schlicht vergessen. Ne? Und dementsprechend hat der EuGH gesagt, ein Safe-Harbor-Abkommen, bei dem, sage ich mal, wesentliche Akteure gar nicht gebunden werden, kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Um was geht es? Es geht um das sogenannte angemessene Datenschutzniveau in den Drittstaaten. Angemessenes Datenschutzniveau heißt, dass im Prinzip, und das hat der EuGH auch nochmal gesagt, dass das Datenschutzniveau, was durch die Grundrechtecharta und durch die europäischen Gesetze festgelegt ist, auch bei den Datenempfängern gelten soll. Nicht Wort für Wort, aber es sollte das gleiche Niveau sein. Und nicht etwa ein Niveau, das nur halb so hoch ist. Und dementsprechend ist diese Entscheidung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2000 annulliert worden. Das sah eine Weile jetzt so aus, als würde das jetzt zu einem vielleicht auch gemeinsamen Untergang der Informationstechnologiefirmen in Europa und in den USA führen. Ich fand das ja ein bisschen übertrieben, denn es gibt ja auch noch andere Instrumente, aber gleichwohl. Wichtig ist, dass hier die Messlatte sehr viel höher gelegt wird. Und das ist auch sozusagen aus einem anderen Grund nochmal sehr, sehr wichtig. Alles, was auf europäischer Ebene läuft und auch was in den Mitgliedstaaten läuft, muss sich an diesem Maßstab orientieren. Dazu gehören einmal diese Grundrechte auf Privatsphäre und Datenschutz, aber auch auf wirksamen Rechtsschutz. Und da war eben auch nochmal ein Shortcoming, wie man so in Neudeutsch sagt. In den USA besitzen nur US Persons volle Rechte, können vor Gericht gehen. Und genau das ist etwas, was sich ändern muss. Ja, es gibt seitdem einige Dinge, die seitdem geschehen sind. Die Datenschutzbehörden haben unter anderem angekündigt, dass sie diese Datenübermittlung auf Basis des Safe Harbor Abkommens annullieren oder unterbinden würden. Das war für heute oder morgen angekündigt. Und just heute hat nun die Europäische Kommission, da habe ich jetzt leider keine Folie, weil ich die nämlich die Präsentation abgeschickt hatte, bevor die Pressekonferenz war. Heute hat nun die Europäische Kommission erklärt, sie sei jetzt mit der US-Seite zu einem Ergebnis gekommen. Alle Shortcomings, alle Nachteile und Schwächen des Safe Harbor Abkommens seien ausgeglichen. Jeder hätte in allen Situationen, egal ob es sich um die Datenverarbeitung von Unternehmen oder auch durch staatliche Stellen handelt, jetzt einen Anspruch auf rechtliche Überprüfung vor einem US-Gericht. Und es soll eine unabhängige Ombudsperson geben, die das alles kontrolliert. Man soll das Ganze nicht mehr von der Selbstzertifizierung der Wirtschaft abhängig machen, sondern tatsächlich dann auch überwachen. Aber leider liege noch kein Rechtstext vor. Aber man sei sich sicher, man habe das jetzt alles erreicht. Ich habe mich damit jetzt nicht ganz zufrieden gegeben und habe mal in das US-Recht geschaut, weil da ja solche entsprechenden Änderungen ja irgendwie verankert werden müssen. Da gibt es den sogenannten Judicial Redress Act. Der hat das Repräsentantenhaus passiert und von dem wird gesagt, wenn der dann erstmal durch ist, wenn der in Kraft ist, dann stellt er die Europäer gleich. Wenn man aber genau hinschaut, dann stellt er überhaupt nichts gleich, sondern er gibt dem US-Justizministerium die Befugnis, bestimmte Länder zu privilegieren in dem Sinne, dass man dann denen gewisse Rechte einräumt, den Bürgern. Nicht gegenüber Geheimdiensten, aber gegenüber Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel. Und da können sie dann auch vor Gericht gehen, gegebenenfalls. Aber erst wenn sie den Verwaltungsweg ausgeschöpft haben, anders als die US-Bürger, die direkt auch vor Gericht gehen können. Und natürlich sei es natürlich nicht möglich, dass jetzt Europäer, deren Daten jetzt in die Hände der US-Behörden gelangen,
jetzt das ganze System in Frage stellen. Also da endet dann auch die Klagebefugnis. Also von einer echten Gleichstellung kann nicht die Rede sein. Aber am kritischsten sehe ich, dass diese Zertifizierung oder Erklärung des Justizministeriums im Hinblick auf die Aufnahme von Ländern in diesen privilegierten Status von Wohlverhalten der Länder abhängig gemacht wird. Wenn diese Länder, und das steht da so in dem Judicial Redress Act drin, die Unternehmen beispielsweise daran hindern, Daten für so Strafverfolgungs- und sonstige Sicherheitszwecke an die US-Behörden zu geben, dann scheiden sie aus. Ne? Also eigentlich stellt sich die Frage, ob dann die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die genau dieses tut, dann doch nochmal überdacht werden sollte. Jedenfalls aus Sicht derjenigen, die dieses Abkommen so gut finden. Aber wie gesagt, es soll alles ganz schön sein. Wir kennen die Texte nicht. Ich bin gespannt. Und ich denke, wir werden die uns alle kritisch anschauen. Und dann sollte man darüber nochmal sprechen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Peter Schaal. Wir haben trotz des engen Zeitplans natürlich die Möglichkeit zu ein paar Rückfragen oder Kommentaren. Gibt es Reaktionen? Da hinten, okay, das gibt mir die Zeit, nochmal kurz auf den Stream hinzuweisen. Das heißt, wer nicht auf dem Stream und auf dem Video sein möchte beim Stellen einer Frage, der oder die stelle sich dort hinten bitte unter den Bogen. Hier hinten habe ich eine Hand gesehen eben gerade. Okay. Bezüglich der Ombuds- bzw. der Beschwerdestelle, die da im Raum steht, wie soll das genau ablaufen? Kein Mensch weiß das. Ah, alles klar. Also man weiß. Also die Europäische Kommission weiß es vielleicht schon, aber ich weiß es jedenfalls noch nicht, weil ich die Texte nicht kenne und wenn es sie denn überhaupt gibt. Hat er irgendwelche rechtlichen Möglichkeiten? Genau das ist die Frage. Okay. Okay. Noch jemand? Ja. Ah. Am besten noch einen Schritt nach vorne kommen wegen der Mikroreichweite. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob Sie es gerade gesagt haben. Also gestern Abend ging da noch in diesem Parlamentrunde dann irgendwie rum, dass halt kein Abkommen oder irgendwie Vertrag gemacht werden soll, sondern dass irgendwie Briefe auf höherer Ebene ausgetauscht werden sollen oder sowas. Also gibt es das überhaupt irgendwie schon einen Präzedenzfall dafür, dass irgendwie auf so einer Grundlage irgendwie was beschlossen wird? Also man hätte natürlich auch, sage ich mal, die Grundrechte im Rahmen eines Briefwechsels zwischen Kaisern und Königen regeln können. Das hätte einem Parlament seinerzeit nicht ausgereicht. Deshalb hat man auf geschriebene Verfassungen doch Wert gelegt. Und ich finde, wir sollten hier auch auf einklagbare Garantien Wert legen. Ich weiß es nicht. Alleine eine Zusicherung eines Regierungsbeamten oder auch eines Regierungschefs ist nicht viel wert, weil sie nämlich jederzeit von ihm selbst oder von seinem Nachfolger zurückgenommen werden kann. Also insofern frage ich natürlich, und da muss man genau hinschauen, wo sind die Garantien, wie rücknahmefest ist das Ganze? Dieser Entwurf des Judicial Redress Act lässt da schon einiges ahnen, dass das eben so sicher noch nicht ist. Ne? Also insofern ist es da ja auch nur in das Ermessen der Administration, also des Justizministeriums und anderer Ministerien gestellt, inwieweit sie denn diese Rechte den Europäern gewähren wollen oder nicht, oder sie ihnen wieder entziehen, wenn es nicht mehr genehm ist. Hier hinten gleich die nächste Frage, but maybe while we're answering the last questions, Melissa can already come up to the front, so we can switch her device on. Ja, vielen Dank. Diese Information mit den 4% Penalty als Maximum ist ja etwas, was dem Datenschutz wirklich voranbringt, weil in jedem größeren Konzern wird natürlich immer nach Risk-Based analysiert. Und da ist natürlich gut, wenn man sozusagen Schadenspotenzial auch in Geld announcen kann. Ich glaube, ergänzend müsste man noch hinzusagen, es gibt eine Deckelung. Das heißt, es ist nicht 4% bis Ultimo. Und es gibt, glaube ich, in der Passage noch, es ist 4% des weltweiten Konzernumsatzes. Und an der Stelle jetzt meine Frage, wie sieht das denn dann bei der Durchsetzung aus? Wer ist sozusagen der Legal-Ansprechpartner? Also angenommen, eine deutsche Niederlassung eines internationalen Konzerns mit N Milliarden Umsatz
hätte einen Verstoß. Gegen wen wird dann sozusagen dieses Recht durchgesetzt? Gegen die deutsche Niederlassung, ganz klar. Der Konzern darf in Europa nur tätig sein, wenn er hier eine, also in diesem Falle, wenn er entsprechend einen Verantwortlichen hier in der EU benennt und diese verantwortliche Stelle, entweder eben eine Niederlassung oder eben ein explizit benannter Dritter, wäre dann der Ansprechpartner. Also insofern wäre das klar, genauso wie eben jetzt bei Volkswagen, sicherlich das Ganze erstmal gegen Volkswagen USA geht, von der dortigen Umweltbehörde und trotzdem dann der Konzern zu tragen hat. Also insofern ähnelt das Verfahren dem und ich denke auch, dass es durchsetzbar ist. Jedenfalls gegenüber den Unternehmen, die in Rechtsstaaten ihren Sitz haben wie in den USA. Okay. Noch eine letzte Bemerkung oder Frage? Ansonsten sagen wir ganz herzlichen Dank, Peter Schaar.